Weil meine Airbag-Weste hat nur dein Motorrad erkannt. Die hat einen Sound drin so, und wenn der Motor an ist, schaltet die scharf. Ich dachte, das geht über die Vibration. Nee. Okay. So, Leute. Wo sind denn meine Handschuhe? Frank, ich glaube, es tut mir leid. Hast du in der Hosentasche? Ja, ja. Achso, hast du ein Knöpfchen. Ja. Handschuhe wollte ich schon mitnehmen. Ey. Geht gut los. Und die wird ja noch, wenn das Schildchen hier weg wäre, wäre noch weniger hier vorne. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon sehr vorderradlastig. So, Mädchen, wollen wir ein Röntchen drehen? Ja, klar. Hier, bis später. So, Jan pausiert wegen Schulterschmerzen. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber besser heute pausieren und morgen fahren, wie, ne, ist einfach so. Deshalb habe ich mir auch gesagt, am Sonnabend pausiere ich mit aus Solidarität. So, Leute, das Tor in eine schöne Welt. Welt? So, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute fahren wir erstmal Nebenstraßen, die der Stefan für uns rausgesucht hat. Und dann fahren wir eine kleine Sella-Runde. Den Heimweg machen wir dann spontan. Ah, jetzt ist das Wetter noch richtig geil. Heute Nachmittag wird's warm. Hier ist jetzt heiß. Ja. Ist Frank jetzt da? Testest? Ja. Frank? Ja. Ah, alles okay. Gut. Ja, hier wird es jeden Tag ein bisschen wärmer bis zum Gewitter. Und das gucken wir mal am Samstag. Das ist dann der letzte Tag der Tour. Aber so weit sind wir noch nicht. Dementsprechend wollen wir auch gar nicht drüber reden. Fahren und genießen. Geht gut los. Geht gut los hier. Eine schöne Strecke, um die Reifen warm zu kriegen. Naja, so Verrückte gibt es immer, ne? Mir gefällt das gerade schon. Ja, die Straße ist, ja, ist schon, geht schon gut los. Hier auch, hier ja. Schön. Ja. Also zehnmal besser, wie jetzt irgendwie hier unten da im Tal rumzudüppeln. Auf jeden Fall. Normalerweise müssen wir gucken, dass wir vom Hotel aus immer hier so eine Abfahrtsstrecke haben. Und ja, von der aus dann irgendwo anders hinfahren. Ne? Ja, die Aussicht schon. Ja, mit Aussicht geht's schon gut los. Das stimmt. Grün, 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 grün. Dankeschön. Ja, das gefällt mir. Ja, das ist ein bisschen neumodisch. Ja, aber es passt irgendwie rein. Ja, Stefan mag ja so einen neumodischen Scheiß da. Einfacher Baustil. Nee, so eine Mischung. Sag, Mischung, ja. Ja, ich liebe so kleine Schlittchen und vor. Türmchen. Blitzer? Ja, hier sagt Kali, Blitzer 50, hier ist 40. So, jetzt gucken wir mal, ob der Blitzer echt ist. Wir haben nämlich schon gemerkt, dass die meisten Blitzer hier Dummies sind. Was aber clever ist. Was clever ist, das ist ein Dummy. Siehst du, das ist ein Aufkleber. Gibt's da nicht. Wir wollen ja weiter verschrubbelt den Berg hinauf. Stefan, unser Navi-Gedächtnisspeicher. Machen wir dir mal ein T-Shirt, da steht, dann, steht das dann drauf. Ach, der Einäugige. Das Einäugige? Navigationsgedächtnisspeicher. Jetzt fahren wir da an dem Haus gleich vorbei, hä? Wo du eben... Kann sein, kann dann sein. Können wir das auch mal zeigen hier. Was im Stefan sein Häuschen wäre hier. Welchem Lottogewinner? Ja, der Frank nimmt die urigen und der Stefan die neumodischen. Und ich will hier nur im Sommer wohnen, nicht im Winter. Das ist auch ein bisschen neumodisch da. Ja, ist auch nicht so schlecht so. Ja? Holz, ja? Ja? Nur nicht übertreiben, wie das eine Haus da im Namenlostal. Also so einen viereckigen Bau dahin zu klatschen, also wow. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Dieses eine da. Nee, sieht keine man, Ahnung, versteckt im Wald. Sieht man doch nicht. Schade. Und los geht's. Ja. Oh, das ist schon geil hier. Ja, wenn du mir überlegst, wir sind jetzt hier, keine Ahnung, 2 Minuten fahren, wow. Ne, Strecke, alles gut. Alles gut. Wir haben ja gestern gemerkt, dass sich das lohnt, Strecken auch mal hin und her zu fahren. Von beiden Seiten zu sehen. So, Kamera ist an.
damit wir mal kurz gucken können. Das kannst du jetzt als Empfehlung. Leute, fahren nicht Bundesstraßen, sondern immer die dorfverbindenden Straßen oberhalb der Täler. Ganz genau. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Brixen. Von, ich war gerade in 2019, von Klausen aus. Ich wollte gerade Sautens sagen. Andere Ecke. Aber so kann man sich die Anfahrt auf den Tag. Ah, schöner geht's nicht. Oder was meint ihr? Die geht rum, oder? Ja, die geht rum, Junge. Zwei Tornanti. Die macht zu hier. Die geht rum. Hey, das morgens als allererstes. Geil, ey. Noch gar nicht so richtig wach hier. Jetzt echt. Mein Bauch ist noch mit dem Frühstück beschäftigt, ey. So, Brixen. Jetzt müssen wir durch, andere Seite wieder hoch. Aha. Machen wir. Das machen wir. So, 40. So, ich würde sagen, Brixen lassen wir aus im Video. Tornanti! So, Tornante, Tornanti. Wir sind jetzt hier am Würzjoch. Ja, das heißt einmal durch Brixen durch, da haben wir mehr gestanden. Das war geil, da war eine Oma an der, da standen wir da vor der Ampel, da kam eine Oma uns entgegen und machte hier so eine Gashandbewegung. Gib mal Gas. Und ich habe die Kamera aus. Oh Mann! Naja, wir grooven uns jetzt hier nach dem Frühstück mal ein bisschen ein hier. Dann bereiten uns wir auf den Tag ein vor. FSK 18 Video draußen. Radfahrer. Oh. Ja, gibt's mir. Ist doch gelaufen hier die Strecke. Nein. Doch, die ist jetzt gelaufen hier. Katastrophe, ey. Oh, schade. So ein Kack. Ich sehe nichts. Jetzt kommt ein Auto. Das war ja klar. So Leute, jetzt haben wir den LKW überwunden. Genießen wir noch ein bisschen Würzjoch, ey. Also das ist schon manchmal echt heftig, ey. Je nachdem, was einem da, was man da vor einem hat, und das ist halt echt langweilig, ne? Aber nun ja. Ne? Dafür wird man dann jetzt wieder entschädigt. Mit einer 50er-Zone. Oh, und die Morgenluft, das ist noch richtig angenehm. Ja, Baukläne, aber ich gucke auf die Berge da, ne? Ist klar. Ist klar. So, Sant Andrea. Wo sind sie denn hin? Ach doch, da rum. Ja, kleines, schönes Örtchen hier. Hier oben ist auch ein Lift scheinbar. Naja, gucke mir mal. So, geht's weiter noch ein paar Kurven. Würzjoch. Geht weiter, du. Melaun. So geil. Links, rechts, links, rechts. Kein Verkehr. Und meine Reifen vertraue ich jetzt noch nicht so wegen, also ich vertraue denen schon, weil ich merke, dass das hier funktioniert, aber nur so wegen, es ist gefühlt kühl, was wir hier so gewohnt sind. Hier ist schattig. Ich denke aber trotzdem, dass die Reifen schon bolle warm sind. Alter, ist die kaputt hier. Aber das ist so eine Kopfsache dann, ne? Früh morgens kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass die richtig Grip haben.
oder in Topform. Aber ich denke, dass sie das eigentlich wären jetzt hier. Nach dem Gacke hier. Leute, es ist so geil. Ich finde es doch voll blöd, dass ich euch immer erzählen muss, wie geil das ist. Aber das Problem hatte ich ja 2019 in den Videos schon. Ja, man will ja hier über die 90 nicht. Also hier ist ja 90. Und die 90 reichen auch, ehrlich. Weil ob ich jetzt 90 oder 100 fahre, das spielt überhaupt keine Geige. Und das wirklich Interessante sind ja die Kurven. Und ich mag ja eher die engeren Kurven, weil ich die auch gerne ein bisschen üben will und so. Und mir macht es halt auch mehr Spaß. Technisch irgendwie wie diese Schnellen. Keine Ahnung. Die Schnellen sind jetzt nicht so. Der Frank, der mag das noch mehr. Meine sind es nicht so. Und die Schlagschnur, die sind am Anzeichnen da. Jetzt langsam kriege ich ein bisschen Spielmannslaune. Das Gefühl, wenn man jetzt hier, wir haben jetzt 17 Grad, so wie die Sonne kommt, hat man das Gefühl, es sind 20, 21. Und dadurch, dass dann auch die Straße, ne, Sonne überall, hat man schon gerade ein anderes Fahrfeeling irgendwie. Also ich habe das, ich merke das irgendwie so innerlich. Ja, wie die Kinder hier schön aufwachsen. Da oben ist ein Holzmoped, habe ich gesehen. Und Aussicht, ja gut, zweitrangig jetzt. So, ich hoffe, die Straße wird jetzt noch mal ein bisschen besser. Nee. 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 Aber nicht schlimm. Ich habe ja schon ein bisschen strammes Fahrwerk hier drin. Aber ich muss sagen, ich habe das Fahrwerk, ich habe noch nicht mal, das habe ich jetzt bei jedem Motorrad gemacht. Ich habe bei jedem Moped noch nicht mal die Einstellung gecheckt. Ich gehe normalerweise her und gucke, wie ist die aktuelle Einstellung gegenüber der Werkseinstellung, damit ich weiß, was hat der Vorbesitzer an dem Fahrwerk verändert. Ich will das, werde das auch noch machen, aber ich habe bis jetzt überhaupt noch kein Verlangen danach, muss ich so sagen. Es ist zwar stramm, aber auch hier mit den Reifen, alles okay. Ich würde fast sagen, wobei das eigentlich nicht sein kann, aber bei den Road Attack 3, da kamen sie mir hier und da schon mal hart vor. Das habe ich hier jetzt eigentlich nicht so. Also bis jetzt hier, wo die Schlaglöcher in Deutschland sind, weniger, aber heftiger, aber ich habe keinen Schimmer, woran das liegt. Ich weiß es nicht. Ne? Der Vorbesitzer hier von meiner Maschine, ich könnte mir vorstellen, dass er dran gedreht hat, weil der hat ja hier einen Motor abstimmen lassen und so den Lenkungsdämpfer reingemacht. Also ich denke, der wird schon ein bisschen bewusst gefahren sein. Und dementsprechend denke ich, dass er sich wahrscheinlich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, weil davon abgesehen hatte der Typ Kohle wie, ne? Der Typ hatte ja, der hat Hitti verkauft, weil er noch drei Monster 1200 hat. Und vier waren ihm zu viel. Der hat nämlich auch eine Multistrada daheim stehen. Also es muss mich mal einer reinziehen, ne? Wahnsinn. Der hat von fast jedem Modell, ist jetzt mal, jetzt nicht von jedem Baujahr, ne? Aber fast von jedem Modell, egal wie alt jetzt, irgendeine daheim stehen. Also das ist schon derb, ey. Ich meine, klar, der kam auch da an mit einem Multivan mit Vollausstattung. Schaut ein bisschen aus wie ein Geschäftsmann, der Typ. Ein junger Geschäftsmann. Und er fährt am liebsten die 1200L. Und von hätte er hier, hat er die neuere. Und deswegen musste Hitti weg. Das hat er, also hat er es mir jetzt erzählt. Ne? Man kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Mache ich ja auch hier. Was geht da? Ja? Ja? Was wolltet ihr? Was? Ah, jetzt, oder? Ja, ja, ich bin da. Frank? Ja, bin da. Okay. Ich habe mal ein bisschen Video gelabert. Ihr wart nachher durch den LKW so weit weg, dass ich das ausmachen musste. Ich hatte nur gegrüssel auf die Ohren. Und dann habe ich ein bisschen angefangen zu labern, wie das manchmal so ist. Und habe es nicht wieder eingeschaltet, das Kommunikationssystem. Ja. Ja.
Aber die Strecke ist schon okay, ne? Ja, aber der Asphalt ja. ist ein bisschen besser. Aber es geht trotzdem sportlich zu fahren. Ja, ne? Ja. Ja, also dementsprechend. Die Dellen, die gehen, weil sind die so schlimm, dass es wirklich unruhig ist. Ich habe eben noch gesagt, ich habe so das Gefühl, in Deutschland sind es weniger Schäden, aber größere irgendwie. Weiß ich nicht. Wobei, das sah jetzt ganz fies aus. Ja, keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich in Deutschland, die Schäden kommen ja tatsächlich so durch Schwerlastverkehr und so. Ich glaube, auf den Dingern hier ist es tatsächlich eher Frostschäden. Ja. Wobei du bei uns auch immer merkst, dass dann Frost gibt dann Probleme. Ja. Geht los, dass sie ein bisschen kaputt sind und nach dem Winter. Ja, aber dann machen sie hier auch gleich Asphalt neu. Ne? Ja. Wahrscheinlich viel Flickschustern. Ja, klar. Ich meine, hier ist halt derb, wenn eine Straße neu gemacht wird, weil die haben hier nicht so viele Wege, um von A nach B zu kommen. Ja. Und haben dann Mordsumwege. Genau. Das heißt, sie versuchen ja zu vermeiden, etwas sperren zu müssen. Ja. Kann man absolut nachvollziehen. Stell dir mal vor, wir würden jetzt hier fahren und jede dritte Strecke wäre gesperrt, oder? Das will auch keiner. Was? Ja, jetzt ist schon wieder gegrizzelt. Ihr seid so weit weg, ich hänge hier hinterm Auto. Ach so. Ich mach's wieder aus. Auf Wiedersehen. Die Straße ist besser geworden. So. Ich habe die Navigation schon wieder aus, ey. Irgendwie klappt's heute nicht so. Nur gegrizzelt. Durch dieses Überholen, was ja immer ein bisschen mit Bedacht gemacht wird bei uns. Also zumindest ist so der Plan, ja. zerreißt es uns dann doch ein bisschen. Ah, so ein schöner Hof hier. Oh, die Leute, die leben schon schön. Aber das ist wie immer, weiß man denn das noch zu schätzen, wenn man da wohnt? Ich weiß nicht, die haben ja auch alle zu tun und Arbeit. Aber da jetzt hier Sonnenuntergang, ne? Das ist geil. Das ist ein 100 Pro ziemlich geil. So, Würzjoch geht weiter. Hier runter. Ja, das habe ich jetzt auf dem Navi gar nicht so richtig gecheckt. So, dann geht's weiter. Auf der schönen Tour hier. Schön, wenn man ein bisschen gucken kann. Kann sich ein bisschen Platz nehmen. So, der ist nett. Jetzt brauche ich nur Sicht. Ohne Sicht geht nichts. Ja, du blinkst, ich sehe nichts. Hier kann man schön sich Platz nehmen und dann muss man mal wieder so fahren, dass wenn da doch was kommt, dass man darauf noch ein bisschen reagieren kann. Ein bisschen. Ein bisschen. Hier mit den Pfeilen, die sind meistens, naja, das ging jetzt aber, und die sind meistens gut, die gehen meistens rum. Ey, ich bin so froh, dass ich meinen Fuß nicht mehr merke, ihr könnt es euch nicht vorstellen, also noch nicht. Gucken wir mal, wie das später aussieht. Hier kannst du tänzeln, Mensch, kommst du aus dem Groove nicht raus, ey, cool. Leute. Da stehen keine Schilder, hier kannst du fahren, wie du willst. Also die 90. Aber so an den Häusern vorbei. Ich meine, gibt's ja auch Leute mit Kinders, ne? Mensch, Kinders. Cool hier. Also, hier diese kleinen Stößchen. Ja, wobei. Ja, das ist ja nicht richtig Würzjoch jetzt hier, oder was? Nee, wir haben es ja eben verlassen. Ne? Also diese Kleinen haben schon was. Wobei eben die Strecke Würzjoch, ja, ne? Ja, ist jetzt nicht so der Oberhammer, aber macht Spaß, absolut. Und dann scheinbar um die Uhrzeit, keine Ahnung, wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? 10:30? Vom Verkehr her, wenn der LKW nicht gewesen wäre, wäre es gut gewesen. Naja, ich würde sagen, hier das Video geht ellenlang. Ich werde ein bisschen schneiden müssen. Ich bedanke mich bei euch fürs dabei gewesen sein. Gerne einen Daumen nach oben. Gerne abonnieren, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht. Guckt auch vielleicht mal in die zu folgenden Videos. Haben wir schon einiges erlebt. Viel
jubelt und viel rumgeheult, ja, meinerseits. Und ja, macht's hübsch. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ist das kaputt hier? Ich muss doch mal einen runterschalten.